So, nun ist es endlich geschafft. Das schwarze Pferd ist fertig. Es ist ein kleines Pony geworden. Okay, aber macht ja nichts. Hauptsache wieder Flügge sein. Hauptsache wieder von A nach B kommen. Und das vorwiegend mit der Kraft der Sonne. Mit Solar wird es geladen. Ist jetzt nichts so Besonderes. Auch, naja, ein Pferd der Neuzeit ist es noch lang nicht, weil hier sind noch Lithium-Akkus verbaut. Das sind jetzt aber keine gekauften neuen Lithium-Akkus, ne? Also ich habe keinen Schaden angerichtet, sondern das sind alles alte, gebrauchte Zellen, die weggeschmissen werden sollten aus Laptop-Akkus. Sind immer 13 Stück parallel und die dann so weit in Reihe, dass ich auf 36 Volt komme, um den 36 Volt Motor hier hinten zu betreiben. Und damit habe ich so um die 30 Amperestunden. Und damit kommt man schon ein ganzes Stück. So, damit die aber sogar noch ein bisschen länger gehen, ist hier unten drin, hier ist er, eine Autobatterie verbaut, oder besser gesagt eine Solarbatterie, die auf Ammonium-Alauen umgerüstet worden ist. Die hat ja nur 12 Volt, aber es gibt jetzt aus China solche schönen Controller, die von 12 auf 36 Volt, also Step-Up-Converter, die Spannung hinaufbringen. 1200 Watt ist hier in der Spitze angegeben. Ich habe gedacht, es reicht vielleicht schon nur mit Alauenbatterie und dem Controller zu fahren. Aber ja, die 1200 Watt sind natürlich PMPO-Spitzenleistung und keine RMS-Dauerleistung. Ne, also er fährt ein bisschen nur mit dem Controller. Also auch wenn der Akkupack hier irgendwann mal kaputt sein sollte, würde ich zur Not immer noch ein Stückchen hinkommen, nur mit dem Controller hier. Aber so für richtig schön schnell bergauf fahren ist es natürlich nichts. Dann vielleicht zwei Controller parallel nehmen, müsst man sehen. Ich meine, er zieht ja dann auch seine 30 Ampere unter Volllast aus der Alauenzelle. Ich würde mal sagen, so mit 30 Ampere kann man eine Stunde, zwei Stunden durchgängig fahren. Das könnte schon ungefähr reichen. Ja, so viel dazu erstmal. Ja, träumen tue ich von so einem Mega-Ferrat-Kondensator, den der Robert Murray Smith gemacht hat, wo er stinknormal Aktivkohle genommen hat, ein bisschen Papier. Das ist wohl das umweltfreundlichste. Ne? Lithium ist ein seltenes Metall, Blei ist ein seltenes Metall. Und wenn wir jetzt dahin kommen sollten, die Alauenbatterie so zu bauen, wie sie am allerbesten geht, ist mir jetzt zugetragen worden, wäre Gallium-Aluminium-Alauen das Perfekte. Und auch Gallium ist ein sehr, sehr seltenes Metall auf der Erde. Und da wird es dann irgendwann wieder Streit drum geben. Also, auch wenn das von der Leistungsdichte her vielleicht ein bisschen besser wäre, ich glaube, diese Superkondensatoren auf Kohlebasis, tja, da müssen wir erstmal gucken, ob da irgendwas aus der Natur rankommt. Ja, wir machen mal eine kleine Probefahrt. So, kann es losgehen. Okay. Na denn, auf hier. Thank you.
Jawohl. So, fein hast du es gemacht, liebes Pony. Okay. Da ist er, unser Feiner. Das ist also vielleicht beim letzten Armageddon passiert. Irgendwie. Oder beim vorletzten. Ich weiß es auch nicht. Jedenfalls ist ja schon ziemlich eindeutig. Ja. Und nach getaner Arbeit geht's in den Solarstall zum Futtern. Ja, kleines Pony. Jetzt kannst du es schmecken lassen. Für den 36 Volt Akku habe ich einfach so ein 38 Volt LED-Treibernetzteil genommen, was 900 mA bringt. Also pulse ich jetzt ungefähr mit 800-900 mA in meinen 36 Volt Akku. Und das, was jetzt so piecht, das ist das Ladegerät für die Alone-Batterie. Das hängt hier dran, das ist ein 18,5 Volt Netzteil mit 4 Ampere, glaube ich, bringt das raus. Und wenn er anfängt mit Pfietschen, ist die Spannung schon so hoch, dass er eigentlich voll ist. Also die wäre jetzt eigentlich schon voll. Aber ein bisschen was passt ja immer rein, ne? Und gegen Überladung hat so eine Alone-Batterie nichts. Von daher lasse ich das jetzt einfach mal rödeln. Und ja, das muss ich auch noch irgendwann mal schön machen. Ist alles noch provisorisch. Aber doch, das läuft. Das läuft super, würde ich sagen. Da können auch noch ein paar mehr Pferdchen fressen, so wie ich das hier sehe. Ja, mal gucken, wie der Fuhrpark wächst. Bis später.